Ich habe in den letzten Jahren eigentlich sehr stark bemerkt, dass dieser frühere paternalistische Ansatz, wo auf der einen Seite der Experte steht, der es natürlich studiert hat und der es weiß, und auf der anderen Seite der Laie steht, der nichts weiß und der gefälligst das zu tun hat, was der Experte vorgibt, dass diese Haltung immer weiter zurückgeht. Das hat sehr viele positive Effekte. Man nennt das auch Entwicklungen, die in Richtung therapeutische Partnerschaft gehen, dass nämlich der Behandler für seinen Bereich als Experte für sie da ist und dass sie für den Behandler für ihren Bereich als Experte da sind, nämlich wenn es um ihr Lebensumfeld geht, wenn es um ihre subjektiven Präferenzen geht, wenn es um Lebensqualität geht, wenn es um Schmerzempfinden geht, dann können Sie im Rahmen dieses therapeutischen Behandlungsprozesses auf gleicher Augenhöhe eigentlich sehr viel Information auch für den Behandler einbringen und dann kann es gelingen, dass wirklich ein bestmöglicher Behandlungsprozess stattfindet und auch ein bestmögliches Behandlungsergebnis für Sie letztendlich die Konsequenz sein kann. Das, was Sie leisten in dieser Phase, ist außergewöhnlich. Es ist vergleichbar mit einem Olympiasieg, mit einer Weltmeisterschaft, die Sie gewinnen. Die körperlichen, seelischen Herausforderungen, vor denen Sie stehen, sind groß und das, was Sie leisten, ist noch viel größer und großartig. Es ist bewundernswert. Seien Sie stolz auf das, was Sie leisten. In der Medizin geht das leider viel zu sehr in den Hintergrund gerückt, weil wir müssen uns darauf konzentrieren, was nicht funktioniert, um das Überleben zu sichern, um die Gesundheit wiederherzustellen. Dabei geht aber verloren, was alles funktioniert. Wie viel Kraft man benötigt, um da durchzukommen. Es ist, wenn man so in einer Spitalsambulanz sitzt, wird einem das erst bewusst, wie gesund muss man sein, um das eigentlich alles durchzustehen. Und das ist wichtig, dass Sie das nicht vergessen, was alles gesund ist, was alles funktioniert. Eine einfache Übung kann dabei hilfreich sein. Klopfen Sie sich jeden Tag dreimal auf die Schulter und sagen, das mache ich echt gut. Und warten Sie nicht, dass es jemand anderer tut.